Ja, da, weiter geht's. Wir sitzen ja noch immer noch beim Schuhputzer. Wie läuft's Geschäft? Braucht man erstmal, ne? Wie läuft das Geschäft? Ich kann nicht klagen. Wenn es auch wünschenswert wäre, wenn sich gewisse Leute hinsetzten und die Stiefel polieren ließen, statt im Stehen zu schwatzen. Der Mann im Frack. Erinnerst du dich, ihm Briefe gebracht zu haben? Ja, natürlich. In meinem Alter funktioniert das Gedächtnis noch wie geschmiert, aber... Wenn du mir sagen willst, dass diese Information was kostet, vergiss es. Wie bist du an die Briefe gekommen? Die haben ein paar Bettler gebracht. Warum hast du das nicht bei unserem ersten Gespräch erwähnt? Ihr habt nicht nach Bettlern gefragt, oder? Diese Bettler, erzähl uns mehr über sie. Wie viele waren sie? Tja, vier. Einer pro Brief. Nur vier? Einen fünften hast du nicht gekriegt? Ich kann zählen, weißt du? Erinnerst du dich sonst noch an irgendwas? Hatten die Bettler etwas gemeinsam? Wie? Nein, sie waren ganz verschieden. Manche hatten zwei verschiedene Stiefel, andere gar keine. Ach doch, genau. Sie hatten alle kein Haus. Jetzt hör mal. Mir geht langsam die Geduld aus. Denk nach. Weißt du noch, wie die Bettler aussahen? Natürlich. Ich sagte doch, mein Gedächtnis funktioniert einwandfrei. Sie waren abgerissen, unrasiert und in Lumpen. Ihre Stiefel erwähnte ich ja schon. Geralt, gestatte mir eine Frage. Hör mal, Junge, ich misch dir gerne noch eine Portion Schuhpolitur. Aber du musst dich konzentrieren und uns alles sagen, was du weißt. Wo finden wir die Bettler? Ich schätze, in der Unterkunft. Wo ist die? Das weiß doch jeder. Um die Ecke, Treppe hoch, dann rechts. Danke, Junge. Für deinen Aufwand. Wir müssen zur Unterkunft und uns dort umsehen. Also, wow, also 20 Kronen? Das ist ja wahnsinnig. Die Ecke, Treppe rauf, dann rechts. Okay. Ich kann mich ganz dunkel dran erinnern. Wo ist der Knacker denn nun wieder hin? Kacke. Da ist der Husten wieder. La 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 la. Ihr brecht euer kleines Lager gefälligst ab und tragt es woanders hin, klar? Das hier ist ein Lasten. Wir wollen hier keine Penner. Meine Herren, wir müssen doch nicht ausfallend werden. Bewahren wir Ruhe. Du da, was willst du? Reden. Zeitverschwendung. Wir haben uns schon den Mund fusselig geredet. Jetzt ziehen wir andere Seiten auf. Nur die Ruhe, meine Herren. Entweder verschwindest du mit diesen räudigen Rumtreibern, oder wir werfen euch allesamt raus. Unsere Geduld ist am Ende. Das ist doch keine Müllkippe hier. Verschwindet! Hier leben anständige Leute. Ihr wollt also nicht, dass sie hier ihre Unterkunft haben. Fragt sich, warum? Sieh mal, Ballard. Noch ein Verteidiger der Armen, ein Kämpfer für die Gerechtigkeit. Verfluchte Inzucht! Unsere Frauen und die Jugend wohnen nebenan, wo sich doch selbst Männer kaum trauen können, an solchem Abschaum vorbeizugehen. Anständige Leute? Du meinst ja wohl nicht euch. Wieso? Hast du da Zweifel? Und wie? Hörst du, Artois? Er will uns beleidigen. Auf unserem Grund und Boden. Gehen wir beiseite, guter Mann. Mein Freund kann diesen unseligen Disput zweifellos alleine beenden. Oh nö. Ich nicht.
Fehler. Na schön, ich verstehe schon. Kommt, Männer, wir gehen. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe versucht, mit ihnen zu reden. Aber sie hätten mich windelweich geprügelt, wenn ihr nicht gewesen wärt. Ich bin sehr dankbar. Was wollten die von dir? Sie sind Nachbarn. Sie wollen, dass ich mit der Unterkunft verschwinde. Sie mögen es nicht, dass ich Bettlern helfe. Ich hätte ja nichts dagegen. Aber wo sollen wir hin? Nun, ihr habt ein Anliegen, nicht wahr? Vielleicht kann ich euch die Hilfe vergelten. Was ist das hier? Ein Armenhaus? So könnte man es nennen. Hier kann man sich ausruhen und etwas Warmes essen. Warum hilfst du ihnen? Weil sie Hilfe brauchen. Wir suchen einen Mann, der vielleicht den Schuhputzer in der Rue de Garl erwähnt hat. Den Schuhputzer? Ein munteres Kerlchen. Ich kenne ihn. Hat einer deiner Schützlinge vielleicht einen Termin bei ihm gehabt? Oder wird noch einen haben? Vergebt. So weit geht die Hilfe nicht, dass ich sowas wüsste. Aber wenn ihr warten wollt, bald kommen sie alle zum Essen. Dann könnt ihr sie selber fragen. Ist es sicher, dass alle üblichen Bettler hier sein werden? Sie müssen natürlich nicht kommen. Aber sonst kriegen sie schwerlich eine anständige Mahlzeit. Also essen die meisten aus der Gegend hier. Danke. Nett, dass wir warten dürfen. Liebe Leute, ich habe ein Anliegen, bevor ich auftische. Diese beiden Herren haben einige Fragen. Bitte hört ihnen zu und fasst euch beim Antworten kurz, damit die Suppe nicht kalt wird. Das würden wir doch nicht wollen. In letzter Zeit haben 4 von euch dem Schuhputzer Briefe gebracht. Das wissen wir. Weiß jemand, wovon der Herr redet? Ja, Romain? Ich werde doch nicht petzen. Wir sollten die Briefe nicht erwähnen. Wir haben es geschworen. Mir kannst du es sagen, Romain. Du hast einen Brief bekommen und ausgeliefert? Gute Arbeit, Romain. Danke. Wer noch? Ich habe auch einen gekriegt und dem Schuhputzer gegeben. Und Frischi hat auch einen gekriegt. Aber das kann er nicht erzählen, weil er nicht hier ist. Meinen habe ich noch. Ich soll ihn 2 Tage nach St. Barnabas ausliefern. Es ist eine Angelegenheit von größter Wichtigkeit für das Herzogtum. Gib mir den Brief, sonst nehme ich ihn mir. Ganz einfach. Aber ich sollte ihn persönlich überbringen und ihn niemandem sonst zeigen. Das hat sie gesagt. Und sie war furchteinflößend. Du musst auf Leute hören, die freundlich und ehrlich sind. Diese beiden hier haben mir gerade geholfen. Sie haben uns allen geholfen. Wenn die Person dich bedroht, musst du dein Versprechen nicht halten. Na gut, hier nimm. Ich will sowieso nicht zum Schuhputzer gehen. Da ist es immer so matschig. Ja, es wird Andrea da sein, denke ich. Verdammt! Was denn? Ist es wirklich ein weiterer Name? Sieh es dir an. Also sowas. Das habe selbst ich nicht erwartet. Und nun zu unserer Herzogin. Offenbar haben wir Sianda erheblich unterschätzt. Offenbar sollte Detlaff ihr buchstäblich das Herz rausreißen. Doch brich ihr zuerst das Genick. Seltsam. Oh ja, klar. Ist das Bild jetzt vollständig?
wahrlich. Die Angelegenheit ist kein Rätsel mehr, sondern eine ungeheure Tragödie. Wir haben es mit einem geplanten Anschlag auf die Herrscherin von Toussaint zu tun. Einem Staatsstreich. Die Herzogin sollte Detlefs letztes Opfer werden. Das hat Sienna von Anfang an geplant. In der Tat. Das ist die logische Schlussfolgerung, Geralt. Zuerst vier scheinbar zufällige Opfer mit den Tugenden als einzige Gemeinsamkeit. Das reicht, damit die Leute von einem Biest der Rache reden. Das hat Siannas Verbindungen mit den Opfern verschleiert. Und sie konnte die, die sie hasste, einen nach dem anderen umbringen lassen. Zuletzt die Herzogin. Hätte sie ihren Plan in die Tat umgesetzt, hätte keiner nach den Gründen gefragt. Man hätte angenommen, dass Anna Henrietta wegen ihrer Sünden gestorben ist. Sie ist für ihre Hartherzigkeit bekannt. Es gibt umfassende Beweise für ihr mangelndes Mitgefühl. Warum sollte Sienna ihre eigene Schwester ermorden wollen? Neid? Machtgier? Natürliche Neigung zum Bösen? Das ist alles wahrscheinlich und schließt sich gegenseitig nicht aus. Aber wenn wir es genau wissen wollen, können wir sie selber fragen. Hältst du das für eine gute Idee? Schließlich haben wir ihren sorgsam geschmiedeten Plan durchkreuzt. Meinst du, sie würde mit uns reden wollen? Was kann es schaden, das rauszufinden? Manche Philosophen halten die empirische Untersuchung für den einzigen Weg zur Erkenntnis. Hast du nicht gesagt, dass die Herzogin Sienna eingesperrt hat? Die Höflinge haben auf einer sehr viel härteren Strafe bestanden. Anna Henrietta musste ihre Schwester vor einem Lynchmob retten, wie sie ihre Untertanen vor einem Kriminellen beschützen musste. Jedenfalls sitzt Sienna in einem abgeschiedenen Winkel des Palasts gefangen und wartet auf ihre Verhandlung. Ich müsste ein paar Wachen überwinden, wenn ich sie sprechen wollte. Kommst du mit? Natürlich nicht. Ich warte in Merlachaiselon. Ich kann nicht riskieren, nach den Verwüstungen durch Detlef und seine Schergen den Palast zu betreten. Außerdem ziehe ich die Gesellschaft eines Alraunenschnapses, der Gesellschaft der bösen Schwester der Herzogin, vor. Das heißt also, du willst dich betrinken, weil du Sienna nicht leiden kannst. Solche kategorischen Feststellungen schätze ich nicht. Aber ich gebe zu, dass ich in ihrer Gegenwart nicht für mein Verhalten garantieren könnte. Sie war grausam zu Detlef und hat schließlich seinen Tod bewirkt. Und jetzt noch dies? Nein, Geralt. Ich gehe nicht mit dir. Ich erwarte dich auf dem Friedhof. Man könnte jetzt auch erstmal wo wir dorthin gehen. Ja, anständig gekleidet. Eine Runde Quintspiel. Nee, natürlich nicht. Ah! Könnte eine Runde Quintspiel. Eine Runde Quint. Hey, Hübscher. Da ist die Sonne aufgegangen. Leute, Leute. Oh, Sieht toll aus. Ich will am liebsten wirklich einziehen wollen.
Wow. Na gut. Sehen wir mal zu, dass wir Sienna irgendwie. Ist die tiefer? Okay, wir müssen hier runter. Scheinbar. Da hier lang. Da hinein. Jetzt ist die Frage, wie übertöbeln wir jetzt denn? Ist ja gar keine Wache. Recht gedeckter Tisch, also gehören tun sie ja definitiv nicht. Halt! Ich muss dringend mit Sienna sprechen. In welcher Sache? Ich muss mit ihr reden, es ist wichtig. Reden kannst du mit deiner Oma beim Tee, nicht mit einer Gefangenen der Herzogin. Ohne Sondererlaubnis ist nichts zu machen, Punkt. Ich bin auf Informationen gestoßen, die in ihrem Fall wichtig sind und geklärt werden müssen. Dringend. Ach, na gut. Du bist der Hexer, der die Morde aufgeklärt hat, nicht? Dann gebe ich dir die Erlaubnis, aber nur ein paar Minuten. Ich werde mich kurz fassen. Der Hexer redet mit der Gefangenen. Ihr könnt kurz Pause machen. Wenn's nur ein Moment ist, ganz schön vorschriftswidrig. Bist du gekommen, um nach mir zu sehen? Es geht mir gut, danke. Artorius' Band hat Wunder gewirkt. Schade, dass sie es mir weggenommen haben. Ich weiß, wer das fünfte Opfer werden sollte. Meine Güte, kannst du denn das Schnüffeln nicht lassen? Ich sitze im Kerker. Detlaff ist tot. Reicht das nicht? Sienna, hör auf, so zu tun, als wäre dir alles egal. Ich weiß, dass du Theater spielst und du wirst nicht besser. Warum wolltest du sie umbringen? Na, na, na. So ein gerissener Detektiv fragt nach dem Offensichtlichen. Komm schon, Geralt. Was glaubst denn du? Weil sie dich im Stich gelassen und jedes Andenken an dich verbannt hat? Bravo, Geralt. Wieder ein Rätsel gelöst und deine krankhafte Neugier gestillt. Und jetzt? Läufst du mit deiner Entdeckung zu Anna Henrietta? Sie ist nicht mehr in Gefahr, aber vielleicht legt sie ja trotzdem was drauf auf deinen Lohn. Natürlich sage ich es ihr. Wenn auch nicht des Geldes wegen. Warum denn dann? Sie muss es wissen. Und sei es, weil du es bestimmt wieder versuchst, falls sie dich rauslässt. Das kann schon sein. Vielleicht könntest du kurz aufhören, dir selber Leid zu tun und erwägen, ihr zu verzeihen? Warum sollte ich? Um der alten Zeiten willen. Ihr habt euch mal geliebt. Bitte. Ich weiß nicht, wer dir solchen Schwachsinn erzählt hat, aber... Ich habe das Tagebuch eurer Gouvernante gelesen. Ihr wart unzertrennlich. Anna Rietta hat dich zwar bisweilen in Schwierigkeiten gebracht, aber sie ist auch für dich eingestanden. Wenn du Albträume hattest, war sie die Einzige, die dich beruhigen konnte. Die Zeit nagt an unseren Erinnerungen und verdreht sie. Manchmal bleiben nur die Guten und manchmal nur die Schlechten. Wenn sie mich geliebt hat, warum wollte sie mich dann loswerden und vergessen, hm? Sienna, du wurdest verbannt, als sie wie alt war? 12? 13? Sie war noch ein Kind. Was hätte sie machen sollen? Rebellieren? Einen Staatsstreich organisieren? Das Siegel deines Vaters stehlen, um eine Begnadigung zu fälschen? Sie war machtlos.
Sie hat dich nicht aus ihrem Gedächtnis gelöscht, weil du ihr egal warst, sondern weil es so schlimm für sie war, als du gingst. Anders kam sie mit dem Schmerz nicht zurecht. Du willst unbedingt ein gutes Ende, nicht wahr? Und wir alle leben glücklich bis an unser Ende. Geh schon, Hexer. Sonst heften sie deinen Orden noch einem anderen an. Das wäre echt furchtbar. Leb wohl, Sianna. Ja, ist es nicht. Kommandant de la Tour will dich sehen. Können wir direkt gehen? Ja, klar. Gehen wir. Ich will ihn aufsprechen. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Ende nimmt hier. Damien? Geralt, es wird Zeit. Bereit für die Zeremonie? Dein Gesicht sieht nicht gerade gut aus. Naja, beim letzten Mal sah es noch schlimmer aus. Ich nehme Arnika. Ich fühle es schon kaum noch. Ich habe eine wichtige Information. Anna Henrietta sollte das fünfte Opfer von Detlaff und Sianna werden. Bist du sicher? Und ob. Ich habe einen Beweis gefunden. Wie konnte sie? Waren die Morde und die Zerstörungen in der Stadt nicht genug? Sie wollte ihre eigene Schwester töten, ihre Herrin. Ich muss die Ehrenwache der Herzogin vergrößern, damit Silvia Anna beim Verhör genau beobachtet wird. Ich werde mich gleich darum kümmern. Danke für die Warnung, Hexer. Ich weiß deine Aufmerksamkeit zu schätzen. Fangen wir mit der Zeremonie an. Komm mit, die Herzogin wartet. Im Namen der Gilde ersuche ich dich um deine Unterstützung, erlauchte Herrin. Ohne Fässer ist es vorbei mit der Produktion und mit uns. Ihr habt sie alle im Feuer verloren? Oh, wie schrecklich. Wir sind über die Maßen betrübt. Ja, erlauchte Herrin, allesamt. Als die Bestien es bis ins Lagerhaus geschafft hatten, ging alles in Flammen auf. Ich werde einen Palastwächter senden, der sich die Unglücksstelle ansieht. Wenn es ist, wie du sagst, wird aus der herzoglichen Schatzkammer eine angemessene Kompensation gezahlt. Vielen Dank, erlauchte Herrin. Erlauchte Herrin, Geralt von Riva ist eingetroffen. Meine lieben Untertanen, wir kommen zum nächsten Punkt. Oh je. Von allen Pflichten, die mir als Herrscherin dieses Reichs auf den Schultern ruhen, ist diese hier mir die liebste. Wir verleihen den Orden von Vitis Vinifera, Toussaints höchste Auszeichnung. Oh je. Geralt von Riva, Schlächter des Biests von Beauclair, tritt vor. Diesen Orden erhält jener Hexer, der Beauclair vom schrecklichen Biest befreit hat. Dies ist unser Wunsch. Dieses Symbol möge allen als Zeichen dienen, dass der Hexer auf ewig ein Freund Beauclairs ist. Weniger förmlich gesprochen, danke ich dir aufs Herzlichste, Geralt. Damien hat deine Belohnung. Unterm Strich war es ja nur ein Auftrag. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung für dich. Ein Dutzend Fässer Sangreal. Oh, der Wein ist sonst der Herzogstafel vorbehalten.
Auf dich wartet ein kulinarisches Erlebnis, das du nie vergessen wirst. Wow. Bist du zufrieden? Ja. Das ist wie eine zweite Auszeichnung. Ich bin geehrt. Vielen Dank. Sicher wirst du guten Gebrauch davon machen. Sollte ich sie vorwarnen? Damian ist ja gewarnt worden. Ich werde gleich mit Sianna sprechen. Begleitest du mich? Du hast mir meine Schwester zurückgebracht, doch mir auch ihre schrecklichen Taten enthüllt. Als Staatsoberhaupt muss ich gerecht über sie urteilen. Aber sie ist meine Schwester. Mein Herz schlägt für sie. Wenn meine Anwesenheit nützlich sein kann, bleibe ich natürlich. Ich hab's jetzt nicht gewarnt. Wir befragen nun eine Person, die in die Morde in unserer schönen Stadt Beauclair verwickelt ist. Hauptmann de la Tour, bring Silvia Anna herein. Jetzt bin ich gespannt. Oh, boah, ja. Wie wird sie sich entscheiden? Ich hab immer noch das Gefühl, dass... Wohnt der Hexer der Unterredung bei? Ich bin auf Anforderung der Herzogin anwesend. Du hast schwere Verbrechen begangen. Doch du bist meine Schwester. Und mein Herz erlaubt mir nicht, dich wie eine gewöhnliche Kriminelle zu behandeln. Daher habe ich Geralt als Außenstehenden gebeten, mich zu beraten. Ich werde jetzt anhören, was er zu sagen hat. Die Bitterkeit verzehrt Sianna. Viele am Hof von Beauclair verdienten ihre Verachtung. Ich will ein gutes Ich kenne ihre Gründe. Ich verstehe sie sogar. Aber ich kann ihre Taten nicht vergeben. Wovon redet er, Sianna? Das weißt du genau. Ich wurde gewaltsam verstoßen, weißt du noch? Zu deinem Nutzen. So hast du den Thron erhalten, obwohl ich älter war. Die Minister, verstehe ich. Die haben mich schon als Kind gehasst und geglaubt, ich würde eine lausige Herzogsgemahlin abgeben. Ich verstehe sogar unsere Eltern. Ich wusste es immer. Sie haben sich vor mir gefürchtet, weil ich es gewagt habe, frei zu sein. Dieser hanebüchene Fluch kam ihnen gerade recht. Ein Geschenk der Götter, eine Erleichterung. Aber du? Dein Verrat war am schlimmsten. Du warst doch meine Anarietta, verdammt. Meine kleine Lieblingsschwester. Verstehst du jetzt, Hexer? Sie hat mich verraten. Und du willst sie alle verstehen? Warum hast du dich dann gerecht und sie alle ermorden lassen? Sie haben meine Rache verdient. Sie haben mich allesamt verabscheut, seit ich denken kann. Anarietta hat mich mal verstanden. Sie war alles, was ich hatte. Ihr Verrat hat am schlimmsten geschmerzt. Ihr wart doch beide noch Kinder. Ihr hattet keinen Einfluss auf das, was geschah. Irrtum, Hexer. Sie hatte Einfluss. Liebe Schwester, erinnerst du dich noch an den Tag, an dem ich aus dem Palast verbannt wurde? Natürlich war es meine Idee, den Nilfgaardischen Gesandten mit Fischblasen zu bewerfen, gefüllt mit ranzigem Talg. Die du zum Schluss angezündet hast, um mich zu beeindrucken, schätze ich, ist dir gelungen. Wir haben ihn voll auf der kahlen 12 getroffen. Ich habe mich fast totgelacht. Aber als es um den Schuldigen ging, hast du kein Wort gesagt. Ich habe die ganze Schuld und die ganze Strafe gekriegt. Stimmt. Ich bin nicht für dich eingestanden. Ich hatte zu viel Angst. Das Urteil war einstimmig.
Sie haben meine Vergehen aufgelistet, meine Ausflüge aus dem Palast, angebliche Grausamkeiten, unangemessene Freundschaften. Sie haben mich rausgeworfen. Aber du, die Einzige, die mich verstanden hat, du hast dich einfach geduckt und keinen Finger krumm gemacht, mir zu helfen. Nie. Du hast auch nicht versucht, mich zu finden. Das stimmt nicht. Ich habe nach dir gesucht. Ich habe Ritter gesandt und Nachrichten gesammelt. Du wolltest nicht gefunden werden. Seit dem Tag, an dem du gingst, habe ich im Bewusstsein gelebt, dich im Stich gelassen zu haben. Es tut mir leid, liebe Schwester. Vorsicht. Kannst du mir vergeben? Das geht nie gut. Oh wei, oh wei. Nichts Dummes. Das Beste an der ganzen Zeremonie war ihre Kürze. Für dich vielleicht, weil du dich davon gemacht hast. Die anderen fangen bestimmt erst an. Die Trunkenheit endet nie in dieser malerischen Gegend. Findest du Toussaint also doch nicht so toll? Ach, Toussaint ist wie starker Wein, Geralt. Gut in kleinen Portionen. Wie findest du meinen Brand? Zu stark? Genau richtig. Der örtlichen Alraunen, der Varietät Diavolis sei Dank. Die Wurzeln, die hier in der Vulkanerde wachsen, haben ein einmaliges Geschmacksprofil und eine außergewöhnlich dunkelbraune Färbung. Faszinierend. Ich kann nur sagen, dass diese Charge gelungen ist. Eigentlich wäre es klug, ein paar Wurzeln zu lagern. Würdest du mich begleiten? Du willst jetzt im Dunkeln nach Wurzeln graben? Och, Geralt, selbst wenn ich dir zugestehe, vergessen zu haben, dass ich als Vampir im Dunkeln hervorragend sehen kann, nehme ich dir doch nicht ab, vergessen zu haben, dass du selbst dunkelsichtig bist. Also, wollen wir? Wenn du das für eine gute Idee hältst, dann los. Aber dir ist klar, dass diese Variante hochgiftig ist. Auch für Hexer. Kein Problem. Ich lasse Sicherheit und Hygiene bei der Alchemie niemals außer Acht. Hier, Handschuhe und Maske. Damit solltest du außer Gefahr sein. Du Elend. Also gut, dann mal los. Das jetzt angezogen? Muss ich wahrscheinlich noch. Müssen die Handschuhe. Hm? Hat er mir das nicht gerade gegeben? Ist das? Der hat mir gerade Handschuhe und Maske gegeben. Warum? Wo ist das? Na da. Nein. Woran denkst du gerade? Succubus-Titten? Nein, ich dachte daran, dass alles interessant aussieht, wenn es richtig beleuchtet wird. Auch alte Nekrophagen. Und Maske an. Ich habe keine Handschuhe und keine Maske. Wo ist denn das? Achso. Okay, hier. Stimmt. Ah ja. Das.
Okay. Du hast wirklich gar keine Kultur, oder? Nö. Ja, jetzt nicht so. Na doch. Müsst erst mal die Gräber plündern, sonst wird das ja nix. Nichts Krieges. Ach, da ist eine, guck mal. Ja, dann die zweite. Wo ist dieser Blutsauger hin? Wird nicht leicht zu finden sein. Ist schließlich ein Vampir. Verdammt, wo steckst du? Können wir mal hier. Regis! Verdammt, wo steckst du? Regis! Oha, geh los. Ich habe getan, was du willst. Interessant. Diese Bruxe haben dich einen Verräter genannt. Tja. Wir Vampire haben einen sehr einfachen Ehrenkodex. Man könnte ihn trivial nennen. Entweder ist jemand für uns, uneingeschränkt und unabhängig von den Umständen, oder... Sie werden also keine Ruhe geben. Nein, werden sie nicht. Zum Glück gibt es noch eine Regel, eine ungeschriebene. Genauso trivial. Sie lässt sich mit aus den Augen, aus dem Sinn zusammenfassen. Darum muss ich Toussaint verlassen. Vermutlich für geraume Zeit. Das verstehe ich. Ja, verstehe. Ach, gehen wir in mein Lager. Ich habe das überwältigende Bedürfnis, etwas zu trinken. Hervorragendes Bouquet. Entwickelt sich sanft, überrascht im Abgang. Weißt du nicht? Ich bin kein Connoisseur. Dann wird es aber Zeit. Schließlich gehört dir jetzt das Weingut Corvo Bianco. Übrigens habe ich dir ein Geschenk in dein neues Heim gelegt. Auf den Nachttisch. Danke. Verrätst du mir, was es ist? Eine Kleinigkeit, die dir nützlich sein wird, wenn du Mutagene brauchst. Weißt du übrigens schon, was du mit deinem Preis machst? Hängst du die Schwerter jetzt über den Kamin und stutzt Weinreben? Vielleicht. Vielleicht mache ich das wirklich. Lach nicht. Es muss ja nicht heute oder morgen sein. Aber eines Tages... will ich wissen, wie es ist, morgens im eigenen Bett aufzuwachen. Hör auf! Du klingst so sentimental, dass mir die Fangzähne schmerzen. Was dann? Schreibst du deine Memoiren wie Rittersporn? Ich hab noch ein bisschen was zu erledigen, ja. Ich weiß noch, dass wir uns hier in der Nähe mal vor einem Schneesturm versteckt haben. Erinnerst du dich? Vielleicht. Natürlich. Wir waren unterwegs, um Ciri vor Vilgefortz zu retten. An das Treffen mit Vilgefortz denke ich nicht so gerne.
Trotzdem war jener erste Aufenthalt in Beauclair viel ruhiger als dieser. Denke ich auch. Damals schien es das reinste Märchenreich zu sein. Das einzige Problem war, dass die Keller zu klein für den ganzen Wein waren. Der Schein, Geralt. Der Schein kann trügen wie ein Blender oder Doppler. Sag mal, Geralt, was ist aus Vilgefortz geworden? Ich habe ihn getötet. War nicht einfach. Und du? Weißt du schon, wohin du gehst? Möglichst weit weg. Vermutlich ziehe ich nach Süden. Nach Nilfgaard? Warum nicht? Die Nilfgaarder sind eine moderne Gesellschaft. Da glaubt niemand mehr an Vampire. Das ist meinem Inkognito-Dasein sehr zuträglich. Interessanter Gesichtspunkt. Ich bin genau da, wo ich sein will. Bleiben wir noch eine Weile? Sehr gern, mein Freund. Wir waren Zeugen, manchmal auch Urheber zahlreicher einschneidender Ereignisse. Es war aufreibend. Wir haben eine Pause verdient. Allerdings.